Am frühen Morgen in Kasese im Westen von Uganda. Die jungen Leute, die hier die Zelte aufbauen, planen kein freies Wochenende. 18 Jugendliche sind heute im Ausbildungstraining. Sie alle wollen später als Tourguides Touristen durchs Land führen. Die Ausbildung wird von der Welthungerhilfe unterstützt. Der Name ist Programm Green Colleges. Die Green Colleges vermitteln den Jugendlichen Fähigkeiten und Wissen, um die Umwelt zu schützen und natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Um sicherzustellen, dass auch die nächsten Generationen diese Ressourcen noch nutzen können. Die Ausbildung in den Green Colleges ist für Jugendliche in einem Land wie Uganda eine Riesenchance. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Hier werden Perspektiven geschaffen. Wenn du einen Abschluss in einem der Green Colleges hast, und das ist ein national anerkanntes Zertifikat, ist deine Zukunft sehr hell. Du kannst damit auf dem Markt bestehen. Du kannst dich damit um Jobs bewerben. Von einem Job träumt auch Marion Masika. Seit ein paar Monaten ist sie Teilnehmerin in dem Ausbildungsprojekt. Biologische Fruchtsäfte sind Marions Leidenschaft. Hier lernt sie alles über gesunde Ernährung und Hygienestandards. Später wird es auch um Geschäftspraktiken gehen und den Weg in die Selbstständigkeit. Von ihren Produkten ist Marion selbst jedenfalls hundertprozentig überzeugt. Und wie schmeckt's? Gut. Marions Baby wird während ihrer Ausbildung betreut. Chancen für junge Mütter sind der Welthungerhilfe wichtig. Das ist super. Ich kenne fast keine Schule oder Ausbildungsstätte, wo man sein kleines Kind mitbringen kann. Das ist eine Riesenhilfe. Marions Traum ist für Erigenis Kimura schon in Erfüllung gegangen. In einer kompakten Ausbildung hat er alles über die Produktion von biologischen Fruchtsäften gelernt. Durch Erigenis Hände gehen nur regional angebaute Früchte. 8 verschiedene Geschmackssorten hat er im Programm. Der Saftladen läuft und ist auch noch sein eigener. Durch das, was ich in den Green Colleges und von der Welthungerhilfe gelernt habe, konnte ich dieses Geschäft aufmachen. Ich nenne es Kips In, Saftbar. Eine Erfolgsgeschichte von vielen. Und Uganda braucht solche Geschichten. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Mit 8 verschiedenen Ausbildungsgängen in den Green Colleges leistet die Welthungerhilfe einen Beitrag für die Zukunft. Beispiel Honigproduktion. Am Stadtrand von Fort Portal lernen 2 Dutzend junge Menschen den Umgang mit Bienenstöcken und die Produktion von Honig. Alles biologisch, alles nachhaltig. Denn neben den Jobs für Jugendliche geht es den Green Colleges vor allem um ein zentrales Thema. Wenn du den Klimawandel bekämpfst, bekämpfst du auch den Hunger. Du kannst dir mit umweltfreundlichen Jobs ein Einkommen schaffen. Und wenn du ein Einkommen hast, kannst du den Hunger bekämpfen. Junge Menschen in Uganda finden in den Green Colleges eine Perspektive. Aus Sicht der Welthungerhilfe werden der Kampf gegen den Klimawandel und die Schaffung neuer Jobs ganz sicher ihren Beitrag leisten. Für eine Welt ohne Hunger.